Heute möchte ich euch anhand ganz krasser persönlicher Geschichten erzählen, warum ich nicht mehr an Zufälle glaube und auch warum ich denke, dass so viele Leute diesen Gedanken ablehnen, dass es so sein könnte. Ich werde euch heute eine Geschichte erzählen, die echt krass ist, zwei weitere, die nicht ganz so krass sind und mit welcher fange ich an? Ich denke, viele von euch haben mein Video über Depressionen gesehen und falls du es noch nicht gesehen hast, dann kannst du das machen, indem du da oben auf diese Infokarte klickst. Depression ist ein echt ernstes Thema und nein, die Depression war nicht der Auslöser dafür, dass ich nicht mehr an Zufälle glaube, sondern das war schon davor. Und das war tatsächlich auch eine der Sachen, die mir extrem Kraft gegeben haben, das Jahr 2017 überhaupt zu überstehen. Der strikte Glaube daran, dass das einen Grund hat. Es musste einen Grund haben. Ich meine, warum sonst sollte das auf einmal aus dem Nichts kommen? Es war wirklich so, als hätte es so einen Schlag gegeben, so nach dem Motto, nein, Junge, du entwickelst dich in eine komplett falsche Richtung, das müssen wir ändern. Und im Nachhinein betrachtet sehe ich das tatsächlich genauso. Nämlich, dass ich mich in eine echt falsche Richtung entwickelt habe. Okay, aber lasst mich jetzt diese Geschichten erzählen. Ich möchte betonen, dass alles, was ich jetzt erzählen werde, ist genau so passiert. Und damit macht man keine Späße. Sowas erfindet man nicht. Das Ding ist nur gerade, je mehr ich gerade drüber nachdenke, wie ich euch jetzt diese Geschichte erzähle, so krasser, desto mehr merke ich, wie verrückt das eigentlich ist. Und oder, dass viele von euch denken könnten, dass das irgendwie einfach wirklich nur ein Riesenzufall war. Weil für mich ist es halt so, es war nicht nur diese eine Geschichte, sondern es ist die Summe aller Dinge, die eben im Laufe der Jahre passiert sind, oft auch erst rückblickend bemerkt. Und ja, vielleicht passieren Zufälle, und ich möchte jetzt hier auch nicht über Gott reden. Ich möchte einfach nur über Schicksal reden. Und ich möchte auch betonen, dass ich bis vor anderthalb Jahren eigentlich komplett wissenschaftlich gedacht habe. Ich habe nur Dinge geglaubt, die man beweisen konnte. Aber dann kam eben dieses eine Ereignis und da ist mir so viel klar geworden. Ihr dürft glauben, was ihr wollt. Mein Religionslehrer hat mal einen extrem intelligenten Satz gesagt, auch nur als Nebensatz, aber der ging wie folgt. Er sagte, jeder Mensch hat einen Glauben. Und wenn er an nichts glaubt, dann glaubt er an das Nichts. Und darüber kann man stundenlang nachdenken und man kommt immer wieder zu demselben Ergebnis, nämlich dem, dass es stimmt. Und das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass auch Atheismus nur ein Glaube ist. Es ist hart. Das bedeutet nicht, dass Religion oder irgendetwas anderes Recht hat. Es bedeutet nur, dass sich auf alles zu verlassen, was man messen und anfassen kann, nicht unbedingt der Heilige Gral sein muss. Warum sollte nicht alles viel größer verknüpft sein miteinander? Und das ist der Punkt, an dem wir anderthalb Jahre zurückreisen müssen. In den Juli 2016. Wie ich euch schon oft genug erzählt habe, hatte ich in der Schule extreme Probleme mit Mobbing. Und ich möchte darauf jetzt auch gar nicht mehr eingehen, weil ich habe es schon viel zu oft gemacht. Aber es ist wichtig für diese Geschichte. Das Ding ist, Mobbing passiert nicht einfach so. Es braucht dafür Leute, die es antreiben. Oder in diesem Fall eine Person, die immer wieder der ausschlaggebende Punkt war, um das Ding wieder ins Laufen zu bringen, als es gerade dabei war, wieder abzuflachen. Über Jahre hinweg gab es eine Person, die es immer wieder ins Rollen gebracht hat, obwohl es eigentlich gerade am Abflachen war. Ich werde keinen Namen nennen, aber es wird super ersichtlich werden gleich. Dieser Typ war ziemlich beliebt in der Klasse, in der Stufe, allgemein, im Handballverein und für die Leute aus meiner alten Heimat, aus der Schule und so weiter, ihr wisst jetzt wahrscheinlich eh schon, um wen es geht. Deswegen werde ich jetzt auch nicht ansatzweise Namen nennen, weil man könnte das nämlich sonst googeln und die Familie herausfinden und das möchte ich nicht. Die hatten sowieso schon eine Zeit, die schwierig genug war. Also lasst mich erklären. Es gab da diesen Kerl und den hat eigentlich jeder gemocht. Bis auf, zumindest hatte ich das Gefühl, mich. Weil, ich weiß nicht warum, aber mir gegenüber war er nicht besonders nett. Im Sozialen gesehen hatte er alles. Er hatte Freunde, er war beliebt, er war auch im Verein extrem beliebt, weil er war nämlich extrem gut. Und genau das war auch der Grund, warum ich mich immer wieder gefragt habe, warum tust du mir das an? Warum? Warum hakst du so auf mir rum? Warum stachelst du es immer wieder an? Ich habe dir nichts getan. Ich habe dir nichts getan. Warum tust du das? Warum musste mich immer wieder quälen und wieder die ganze Sache anstacheln, dass wieder alle drauf einsteigen? Warum tust du das? Du hast doch alles. Warum tust du das? Und diese Frage habe ich mir jahrelang gestellt. Jahrelang. Wie gesagt, wir waren im selben Handballverein, in derselben Mannschaft, logischerweise wegen der Altersklasse. Da hat es halt funktionieren müssen während des Trainings, weil es halt Mannschaftssport ist. Aber sobald es in die Schule ging, war es vorbei. Und immer wieder, jahrelang habe ich mir die Frage gestellt, warum machst du das? Und dann war die Schule irgendwann vorbei. Und ich habe, wie gesagt, meinen Lebensweg eingeschlagen, habe mich selbstständig gemacht mit 19, bin ausgezogen und bin meinem Leben nachgegangen als YouTuber. Und das Mobbing, das geriet immer weiter in den Hintergrund. Das war auf einmal ganz weit weg.
wie aus einer anderen Zeit, wie aus einem anderen Leben. Und genauso hat es sich auch angefühlt. Das ist wahrscheinlich der Verdrängungsmechanismus gewesen, die schlechten Sachen von früher zu vergessen. Und im Nachhinein ist mir auch klar, warum ich direkt so weit wegziehen musste, weil es für mich eine Flucht war, eine Flucht nach vorne. Ich musste diese 500 Kilometer von zu Hause weg, weil ich musste Abstand gewinnen. Ich hatte dort unten nichts. Ich habe mich gefühlt wie ein Ausgestoßener. Mein ganzes Leben schon. Und deswegen habe ich eigentlich nur darauf gewartet, mein Abi endlich in die Hand zu bekommen, damit ich endlich abhauen darf. Weil Schule wechseln da unten war nicht. Es gab keine andere. Und dann bin ich nach Augsburg gezogen und klar habe ich immer wieder über die Jahre darüber nachgedacht, über das Mobbing, was damals passiert ist, und habe es mehr und mehr für mich verarbeitet. Und das ging auch sehr gut. Und eines Tages lag ich abends im Bett. Es war der 9. Juli 2016. Und ich weiß das heute so genau, weil ich es anschließend zurückrechnen konnte anhand anderer Sachen, die an dem Tag passiert sind. Und ich konnte es zurückdatieren auf genau diese Nacht vom 9. auf den 10. Juli 2016. Ich weiß nicht genau, wie viel Uhr es war. Vielleicht war es schon nach Mitternacht. Und ich lag wach im Bett, weil mir mal wieder tausend Sachen durch den Kopf gingen. In diesem spezifischen Fall zu genau wieder dieser Situation, dem Mobbing und genau diesem Kerl. Und an sich war ich durch mit der Sache. Ich war durch mit der Sache. Und ich lag da und wusste für mich, okay, ich verzeihe dir. Es ist in Ordnung. Ja, es war jahrelange Pein. Aber ich glaube, du wusstest nie, was du getan hast, sonst hättest du es nicht getan, weil ein böser Mensch war es sicher nicht. Die Nacht vom 9. auf den 10. Juli, irgendwann zwischen 23 Uhr und 2 Uhr morgens. Weil was dann nämlich geschah, war krass. Am Morgen des 10. Juli, also wenige Stunden, nachdem ich da wach im Bett lag und gesagt habe, Kerle, ich verzeih dir, weil du wusstest nicht, was du getan hast. Denn am Morgen des 10. Juli wurde der Typ, der meine jahrelange Pein stets geschürt hatte, tot aufgefunden. Ein junger Kerl, 23 Jahre alt, sportlich, kannte sich dort aus wie in seiner Westentasche, weil er in der Region aufgewachsen war, wurde, und das sind jetzt nur meine Informationen, bitte korrigiert mich, Leute aus der Heimat, wenn ich falsch liege, tot neben seinem Fahrrad aufgefunden. Ohne Kampfspuren, ohne Alkohol im Blut, ohne irgendwas. Einfach tot. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich die Familie da raushalten will, weil man kann das logischerweise googeln, die Todesanzeige, und ich möchte nicht die Familie jetzt damit belasten, im Nachhinein, dass öffentlich schlecht über ihren Sohn gedacht wird, weil, und das ist jetzt mein völliger Ernst, egal was passiert ist, er war kein schlechter Kerl. Er wusste einfach nur nicht, was er getan hat. Und aus dem Grund habe ich jetzt auch über anderthalb Jahre damit gewartet, darüber zu reden, weil ich die Familie nicht in ihrer Trauerphase stören wollte. Oder dass sie eben auf einmal ein ganz anderes Bild über ihren Sohn haben. Das gleiche gilt für alle Freunde von damals. Ich möchte das nicht. Er war im Nachhinein betrachtet ein super Kerl, der mir gegenüber einfach nicht wusste, was er getan hat. Weil wie gesagt, ich glaube, wenn er es gewusst hätte, hätte er es nicht getan. Das Problem beim Mobbing ist, es ist subjektiv. Worte sind das Mächtigste, was wir Menschen haben. Worte beginnen Kriege, Worte beenden Kriege. Waffen führen sie nur aus. Aber was der eine in die Worte des anderen reininterpretiert, kann sich stark von dem unterscheiden, wie es der andere gemeint hat. Und jemand, der so wie er sozial so fest im Leben stand, mit Freunden, Freundin, Beliebtheit, ich denke, der hat sich einfach keine großartigen Gedanken darüber gemacht, was er gesagt hat. Aber Fakt ist, wenige Stunden, wenn überhaupt, nachdem ich da im Bett lag, über all die Jahre nachgedacht habe und ihm schlussendlich verziehen habe, ist er gestorben. Und keiner weiß warum. Zumindest nach meinen Informationen. Einfach tot. Und das hat mich damals extrem ins Grübeln gebracht. Und man könnte sagen, ja, okay, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, aber sie ist da. Bis ich dann weiter nachgedacht habe und mir auffiel, das war nicht das erste Mal in meinem Leben. Und es sollte auch nicht das letzte Mal sein, dass etwas ziemlich Eindeutiges passiert ist, was sich so auf Wahrscheinlichkeiten echt schwer zurückführen lässt. Meine Mutter hatte immer gesagt, dass mein Opa, ihr Vater, mein Schutzengel sei. Und davon kann man jetzt halten, was man will. Aber auch hier kann man die Fakten nicht ignorieren. Ich habe darüber nie großartig nachgedacht bis zu diesem Zeitpunkt, weil ich ihn ja nie kennengelernt habe, also mein Opa, den Vater meiner Mutter. Aber Fakt ist auch, dass mein Opa, ihr Vater, Linus hieß er, am 15. April 1993 morgens oder mittags, ich weiß es nicht genau, tot aufgefunden wurde. Es war ein schon recht alter Mann, der ein wirklich langes Leben hatte. Als Metzger, als Landwirt, im Wald, auf Wiese, überall, ständig unterwegs. Und meine Mutter meinte, er wäre so ein Typ gewesen, der nie zum Arzt gegangen ist, weil er meinte, nee, das wird schon. Und man sagt sich, dass er dann
wahrscheinlich, als er gemerkt hat, dass es zu Ende geht, in den Wald gegangen ist, den er so gut kannte, um dort für sich zu sterben. Das war der 15. April 1993. Am 15. April 1993 um 20.15 Uhr wurde ich geboren. Am selben Tag. Das sind so Dinge, darüber kann man streiten. Die geben einfach extrem viel Interpretationsspielraum. Deswegen möchte ich euch jetzt die dritte Geschichte erzählen und die ist noch wirklich nicht lange her. In meinem Video über Depressionen habe ich euch meinen Todesbrief vorgelesen, den ich eigentlich hinterlassen hatte. Und dass ich den vorgelesen habe, war nicht das erste Mal, sondern ich hatte dieses Video eigentlich schon aufgenommen. Und eigentlich hätte ich euch auch gern dort das Originalvideo mit eingespielt, weil es einfach noch eindrucksvoller gewesen wäre. Aber das konnte ich nicht, weil dieses Video ist von heute auf morgen verschwunden. Versteht mich nicht falsch, nicht Hokuspokus verschwunden, aber einfach nicht mehr aufrufbar. Die Geschichte geht folgendermaßen. Das hier ist eine 2 Terabyte Harddrive-Festplatte, die in meinem Computer eingebaut war. Ich habe dieses Video in exakt diese Kamera eingesprochen, den Brief vorgelesen, das Video auf dem Computer abgespeichert. Das war zu einem Zeitpunkt, wo ich logischerweise, sonst wäre das nicht passiert, den Glauben wirklich verloren hatte. An alles. Ans Leben, ans Schicksal, an den Sinn, vor allen Dingen an mich selbst. Ich habe dieses Video aufgenommen, abgespeichert und einfach erstmal liegen lassen. Als Originaldatei, Rohdatei, unbearbeitet. Weil ich gedacht habe, okay, das mache ich morgen. Ich hatte meine Pläne zum Selbstmord. Und dachte mir, okay, schneiden, bearbeiten, hochladen, tust du das morgen. An dem Tag, an dem ich es aufgenommen hatte, noch nicht bearbeitet hatte und auch noch keine Chance hatte, es deswegen natürlich hochzuladen, saß meine Katze an der Fensterscheibe, hat einen Vogel gesehen, ist komplett aufgesprungen und hat, und das muss man dazu sagen, zum ersten Mal in den 1,5 Jahren, die ich sie habe, etwas umgeworfen. Ich bin nicht der ordentlichste Typ. Hier steht wirklich manchmal eine Menge Scheiß rum. Die Katze hat noch nie etwas umgeworfen, noch nicht mal einen Plastikbecher. Sie hat sich immer komplett grazil durch alles durchbewegt, selbst durch den Kabelsalat da unten hinter dem Computer, an dem ungefähr gefühlt 1 Milliarde Kabel hängen. Selbst da hat sie sich immer komplett grazil durchbewegt, hat nie auch nur irgendwas rausgerissen. Selbst Sachen, die lose drin hängen, nie. An diesem Tag aber ist sie gesprungen, an dem Kabel hängen geblieben und hat den kompletten Computer umgeworfen. Wir reden hier nicht von einem Laptop oder einem MacBook oder so. Wir reden hier von einem 12 Kilogramm Tower-PC. Eine 4 Kilogramm Katze wirft einen 12 Kilogramm Tower-Computer um. Nun gut, ich war natürlich geschockt, habe den Computer wieder aufgestellt, aufgemacht, reingeguckt, alle Anschlüsse überprüft und gesehen, dass nichts kaputt gegangen ist. Habe den Computer also wieder zugemacht, angemacht. Alles funktioniert. Wunderbar. 3 Tage später raucht mir diese Festplatte ab. Komplett unwiederherstellbar. Warum? Weil sich beim Umfallen des Computers ein einziges Kabel leicht gelöst hat, sodass die Gehäuselüfter nicht mehr funktioniert haben. Beim Überprüfen des Computers habe ich das logischerweise nicht bemerkt, weil da die Gehäuselüfter nicht an sind. Das Kabel an sich steckte auch drin, aber intern war der Kontakt nicht mehr ganz gegeben. Wenn ich am Computer selber sitze, habe ich immer Kopfhörer an, weswegen ich logischerweise die Gehäuselüfter auch dann nicht höre, wenn sie laufen. 3 Tage später also, nachdem ich mein Abschiedsvideo aufgenommen hatte und die Katze auch nur wenige Stunden später mit 4 Kilo einen 12 Kilo Computer umwirft, als erstes Objekt in 1,5 Jahren. 3 Tage später raucht mir in meinem Computer die Festplatte ab. Und zwar nur die Festplatte. Alles andere war in Ordnung. Die zweite Festplatte war in Ordnung, die Grafikkarte war in Ordnung, die CPU war in Ordnung, aber die eine Festplatte, genau diese, war kaputt. Unwiderruflich. Selbst Formatieren hat nichts gebracht. Einfach durchgeschmort, überhitzt. Und natürlich habe ich mich erstmal extrem darüber geärgert, weil ich den Wink mit dem Zaunfall einfach nicht verstanden hatte. Das waren jetzt auch nur 3 Geschichten, und zwar die eindrücklichsten, die mir gerade eingefallen sind. Es gibt viele, viele Kleinigkeiten, wo ich auch schon gedacht habe, zum Glück ist das passiert. Sonst wäre das andere nämlich nicht passiert. Das waren jetzt auch nur 3 Geschichten. Ich bin tatsächlich gerade dabei, eine Liste zusammenzustellen, um immer wieder meine Beweise dafür zu haben. Vielleicht spinne ich. Ich weiß, es werden mir auch viele widersprechen und sagen, bleib mal bei den Fakten. Aber das Ding ist, die Fakten sind da. Die kann man einfach nicht verneinen. Sie sind da, sie sind passiert. Und ich möchte hier auch jetzt nicht öffentlich über Schlussfolgerungen oder über Bedeutung davon erstmal spekulieren, weil ich bin kein Prediger, ich bin kein Heiliger und vor allen Dingen habe ich euch nichts zu sagen, was ihr zu denken habt. Ich habe nur für mich selbst natürlich meine eigene Theorie mit der Zeit ein bisschen entwickelt und die bestätigt sich tatsächlich auch immer öfter. Aber wenn das wirklich einen Zusammenhang haben sollte, ich möchte einfach nicht mit der Verantwortung leben, etwas mit dem Tod einer oder vielleicht sogar eben 2 Personen zu tun zu haben.
Das möchte ich nicht. Und deswegen verneint mein Gehirn das auch irgendwie die ganze Zeit. Ich möchte das nicht. Ich habe niemandem den Tod gewünscht. Niemandem. Warum sollte ich auch? Im Gegenteil. Es war zum Beispiel mit dem Kerl, der in dieser Nacht gestorben ist. Ich lag da und ich weiß es noch heute ganz genau. Ich lag und habe gesagt, okay, morgen schreibst du ihn auf Facebook an. Und vereinbarst mal mit ihm vielleicht irgendwie ein Treffen, um sich mal drüber auszutauschen, wie er das damals gesehen hat, warum er es getan hat. Und dann stirbt er einfach in der Nacht. Vielleicht sogar nur 1-2 Stunden später. Ich meine, das war ein unbelebter Feldweg. Wer weiß, wie viele Stunden der da gelegen hat. Vielleicht sogar nur Minuten später. Das kann man nicht genau sagen. Das waren für mich einfach nur tatsächlich die größten und einschlägigsten Momente. Und dieser hier war für mich der Punkt, an dem ich wieder Glauben gewonnen habe. Weil das für mich das Zeichen war, okay, du sollst noch nicht gehen. Das ist nicht das Ende deiner Geschichte. Und das war der Punkt, an dem ich den Glauben wieder gefunden habe. Zu einer höheren Macht, wie auch immer sie aussehen mag, ich will mich da nicht festlegen. Zum Leben, aber auch natürlich zu mir selbst. Ab dem Moment war für mich klar, das ist nicht das Ende deiner Geschichte. Natürlich, in einer depressiven Phase klammerst du dich auf einmal an jeden Strohhalm. Das weiß jeder, der es kennt. Und natürlich kann so ein Strohhalm auch ein selbst eingeredeter Glaube sein. Andererseits sind die Fakten nicht von der Hand zu weisen. Und wie gesagt, das waren nicht die einzigen Geschichten, aber es würde sonst einfach komplett den Rahmen sprengen. Aber ich hätte noch echt, echt viele, nur halt lang nicht so wichtig wie diese. Okay, hier sind auch zwei ganz kurze Beispiele, die allein in den letzten 2 Wochen passiert sind. Ich nehme also dieses Video auf, dieses Depressionsvideo, an einem Abend und war ehrlich gesagt nicht besonders zufrieden mit der Aufnahme, hatte aber ehrlich gesagt auch keine Lust mehr, es wieder aufzunehmen. Mir war ehrlich gesagt nicht bewusst, wie weitreichend dieses Video werden würde und wie viele Leute das beeinflussen würde und die mir dann auch schreiben werden und so weiter. Also es war echt krass, wie vielen Leuten das richtig viel bedeuten würde. Auch wenn es bisher nur auf YouTube 33.000 Aufrufe hat, Stand heute. Ich nehme also dieses Video auf und war mit der Aufnahme nicht wirklich zufrieden. Gehe schlafen und stecke am nächsten Morgen die SD-Karte in den Computer. Die SD-Karte, auf der ich 2 Tage zuvor noch Fotos gemacht habe und Videos und alles hat wunderbar funktioniert. Und ich stecke auf einmal die seitdem nicht mehr bearbeitete oder formatierte Karte in den Computer und er sagt mir, Karte nicht lesbar, bitte formatieren. Und ich formatiere sie und mache die nächste Aufnahme und die ging dann. Und das war die, die ihr dann auch gesehen habt. Eine Speicherkarte, die ich seit 2 Jahren verwende, die diesen Fehler noch nie hatte. Und jetzt auf einmal, gerade wo es um so ein wichtiges Video geht, das war auch schon wieder so, nee, das machst du jetzt bitte schön nochmal, weil das ist nämlich wichtig. Gerade wenn es eben wirklich sowas geben sollte, wie einen größeren Zusammenhang, wäre das durchaus logisch. Aber wie gesagt, das sind halt so Sachen. Die andere Sache ist, ich saß hier vor 2 Tagen und dachte mir so, als ich nochmal an das Video zurückgedacht habe, also das mit der Depression, dachte ich so zurück und dachte so, klingt so ein bisschen wie Hiob, ne? Gerade mit dem, was auch auf einmal allein seit Anfang diesen Jahres passiert ist, dass ich so viele tolle Menschen kennengelernt habe, gerade auch durch das Video, dass meine Kreativität auf einmal wieder strömt wie sonst was, dass ich mich mit Leuten in Kontakt setze, mit denen ich seit Ewigkeit nichts mehr zu tun habe und die sagen auf einmal zu meinen Ideen direkt Ja und Amen. Und ich denke mir so, Wahnsinn, das habt ihr doch davor auch nicht. Und da dachte ich so, klingt echt ein bisschen wie Hiob. Also der quasi wirklich so ein bisschen die Hölle durchleben musste und dann das doppelt und dreifach zurückbekommt, was er dabei verloren hat. Nicht, dass ich mich hier mit einer biblischen Figur oder Propheten gleichsetzen möchte. Ich wollte nur sagen, es klingt so ein kleines bisschen so. Und dachte mir so, ich schau mal in die Bibel. Und ja, ich habe eine Bibel da. Einfach deswegen, weil sie mir vererbt wurde und deswegen in meinem Haushalt immer mitwandert. Und ich nehme diese Bibel und ich habe wirklich keine Ahnung. Ich wusste nicht mal mehr, ob es Neues oder Altes Testament ist. Ich schlage einfach diese Bibel auf. Und was ist da? Hier. Und der erste Vers, auf den meine Augen fallen, sagt, warte, ich habe es mir nämlich dann hier mit diesem Lesezeichen markiert. Es ist übrigens Hiob 28, Vers 12. Wo will man aber die Weisheit finden? Und wo ist die Stätte der Einsicht? Niemand weiß, was sie wert ist, und sie wird nicht gefunden im Lande der Lebendigen. Die Tiefe spricht, in mir ist sie nicht, und das Meer spricht, bei mir ist sie auch nicht. Man kann nicht Gold für sie geben, noch Silber darwägen, sie zu bezahlen. Was so viel bedeutet wie, man kann Weisheit nicht kaufen, man muss sie erfahren. Ich meine, in der Bibel stehen eine Menge schlaue Sachen, mal ganz von der Religion abgesehen. Aber lange nicht alles ist so on point. Da sind auch eine Menge Textpassagen dazwischen. Und ich schlage zum ersten Mal, das Lesezeichen, was ihr hier seht, war da nicht drin. Das hing irgendwo quer drin. Und ich schlage diese Bibel auf mit gefühlt 2000 Seiten. Und auf diesen 2500 Seiten schlage ich direkt Hiob auf und genau diesen Vers. Denkt, was ihr wollt. Ich habe für mich meinen Glauben gefunden und dafür braucht man keine Kirche,
sondern den kann man mit sich selbst ausmachen. Und das ist tatsächlich etwas, was einem extrem Kraft und Halt geben kann. Vielleicht will ich Sachen sehen, ich weiß es nicht. Es lässt sich sicherlich nicht wissenschaftlich beweisen und theoretisch ist für all das eine Wahrscheinlichkeit da. Es fällt einem nur irgendwann echt schwer, die Sache zu ignorieren. Das Problem ist nur, dass all die Selbstdarsteller da draußen, und damit meine ich nicht nur YouTuber oder Fernsehleute, damit meine ich jeden, der ein selbstdarstellerisches Leben führt, dass all die Selbstdarsteller da draußen diese Sache wahrscheinlich nicht anerkennen werden. Warum nicht? Weil es nämlich bedeuten würde, dass es etwas Höheres gibt, für das wir als Menschen leben. Was wiederum bedeuten würde, dass wir selbst, dass du selbst nicht der Mittelpunkt deines Lebens bist. Und das werden die Egos Millionen von Menschen da draußen verbieten anzuerkennen, dass wir selbst nicht der Mittelpunkt unseres Lebens sind, sondern dass wir eben doch nur ein winziges, winziges Zahnrad sind in einem Plan, in einem riesigen System, dessen Größe nie ein Mensch auch nur erkennen wird, weil es einfach für unseren menschlichen Verstand viel zu groß ist. Und solange sich das Ego eines Menschen nur darum kümmert, möglichst viele Sportwagen zu haben, möglichst viele Mädchen zu haben, möglichst viel Geld zu haben und sich selbst als der allergrößte Fisch im Teich zu fühlen, solange das in einem Menschen tief verankert ist, in seinem Ego, solange wird er sich dagegen sträuben, das anzuerkennen. Weil das würde nämlich sein komplettes Weltbild zusammenbrechen lassen. So, keine Ahnung, wie lange dieses Video jetzt schon wieder geworden ist, bestimmt auch schon wieder eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich hoffe trotzdem, dass es für euch interessant war und nicht zu langwierig. Ihr könnt jetzt wahrscheinlich noch hier oder hier gerade Videos anklicken, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und dann bedanke ich mich. Wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich. Bis dann. Tschüss.